Hallihallo und willkommen zu einem neuen Ich teste für euch Itembild und heute haben wir die Leona mit ihrem Split-Push Itembild. Grundsätzlich ist die Idee dahinter, dass wir das Banner auf Command bauen, dass wir über das TC-Rod-Portal relativ starke Pushs haben, dass wir aber auch ziemlich viele Schilde für das eigene Team haben, da war gerade ein Angriff, mit dem wir dann praktisch die Teamfights kontrollieren können mit den Schilden und gleichzeitig auf andere Lanes pushen. Ich habe dabei ein Runenbild, das sehr tanky ist mit 21 Rüstung, Scaling Magieresistenz und Scaling Leben. Und gleichzeitig bin ich in den Masteries über Coach of the Colossus und ich habe Exhaust dabei. Es gibt einige Kritikpunkte an diesem Bild, die werde ich dann gleich noch droppen nach dem Intro. Ich wünsche euch viel Spaß. Nun ziehen wir einen kleinen Vergleich zu dem, wie ich Leona normalerweise spiele und wie ich sie jetzt hier spiele. Wie gesagt, ich bin hier sehr tanky mit Rüstungsrunen. Das mache ich ja normalerweise nicht. Normalerweise nehme ich pure Angriffskraft mit in den Runen mit. Und das zeigt sich dann halt einfach dadurch, dass ich in manchen Situationen mehr Schaden machen kann mit meinem Runenset. Das heißt, wenn ich engage, habe ich einen besseren Auto-Hit, ich habe einen besseren Q-Attack. Und ich bin natürlich auch in der Lage, besser zu pushen. Die Türme erleiden mehr Schaden und auch ein Drache würde mehr Schaden erleiden. So gesehen, das sind viele, viele Gründe, warum man eigentlich AD mitnimmt. Vor allem eben auch der Q Auto Attack Reset. Doch im Prinzip kann man sie auch tanky spielen, das ist absolut kein Problem. Im weiteren Verlauf muss ich aber Coach of the Colossus hier sehr, sehr, sehr in Frage stellen. Denn Coach of the Colossus nimmt man ganz gerne mal bei Champions mit, die in irgendeiner Art und Weise Tankiness benötigen. Dazu gehört von mir aus Thresh. Thresh ist absolut angewiesen darauf, dass er diese Mastery dabei hat. Selbst das Relic Shield und die Quest dahinter kann das Ganze nicht insoweit unterstützen, dass man sagt, das reicht aus. Und drum ist es eben von Vorteil. Hui, der macht ganz schön Schaden. Und die Janna ist auf. Die ist wirklich auf Zack. Also, dass man im Prinzip sagt, man geht nur auf Coach of the Colossus, wenn der Champion es wirklich als natürliche Tankiness benötigt. Leona allerdings hat ihre W-Fähigkeit und kriegt dadurch Resistenzen. Über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Zum einen haben wir 3 Sekunden, dass wir es aktivieren und haben unsere Resistenzen zum Engagen. Und wenn wir dann nochmal Schaden machen, dann haben wir auch wieder 3 Sekunden. Das heißt, wir haben so gesehen hier auf Stufe 1 über 6 Sekunden 24 Rüstung und 21 Magieresistenz. Wir brauchen die zusätzliche Tankiness nicht wirklich. Das ist es halt einfach, was ich euch hier sagen möchte. Außerdem mit diesem Itembild werden wir eh unfassbar tanky. Wenn wir uns die Items mal kurz durchrechnen, die wir haben. Wir haben Face of the Mountain, wir haben den Ruby Sidestone, wir haben das Banner of Command, Rüstung und Magieresistenz. Wir haben das Zero Portal mit Rüstung und Magieresistenz. Wir werden wahrscheinlich auch noch das Iron Solari bauen mit Rüstung und Magieresistenz. Und unser letztes Item sind Schuhe, meistens Mobility-Schuhe. Sollten die Gegner sehr viel CC haben oder in irgendeiner Art und Weise. Die ist schon nicht schlecht, die Janna. Ah, ist fies. Und so sollten die in irgendeiner Art und Weise viele Auto-Attack-Champions haben, was hier sogar der Fall wäre, als ich überlege mir hier auch Tabis. Dann, ja gut, hat man eben andere Schuhe und da nochmal mehr Rüstung. Das ist alles. Naja, man darf so ein Item-Bild nicht hundertprozentig fix sehen, sondern auch noch ein bisschen Varietät mit reinbringen. So, jetzt habe ich noch mehr Resistenzen hier, 30 bzw. 34 plus 31 und das wieder über 6 Sekunden. Das möchte ich halt einfach euch damit klar machen, man braucht hier kein Courage of the Colossus. Ist aber trotzdem eine Mastery, die einem natürlich dann dabei hilft, tanky zu sein. Und ich möchte hier auch ein kleines bisschen den Blick auf diese Janna richten, denn die spielt perfekt gerade. Die ist meistens, wenn ich irgendwie in einer Bedrohungsposition bin, direkt hinter ihrem ADC. Und zwar genau in dem Punkt, wo ich mit meinem E engagen würde und sie mit ihrem Q reagieren kann. Das ist auch das, ich habe euch ein Video dazu gemacht, warum manche Champions momentan die Top-Supporter sind. Und sie gehört eben aus diesem Grund dazu. Hier hat sie es jetzt gerade ein klein bisschen missplayed, deswegen bin ich näher rangekommen. Aber wie gesagt, guckt euch das Video an, da erfährt ihr, warum sie so stark ist. Und sie macht es gerade geil. Also ich bin begeistert. Man darf auch mal seine Gegner loben. Wir haben hier gerade eine Pflanzenaktivierung gehabt. Das heißt, die Gegner könnten relativ bald kommen. Zumindest der Jungler. Ist aber nur ein Lee Sin, also es ist nicht so dramatisch. Vor allem, wenn unser Darkin, unser Kane ja auch hier in der Gegend.
Ich kann jetzt halt hier praktisch nicht wirklich ran. Ich muss mir carry-technisch was anderes suchen. Die Lane wird so nicht funktionieren. Ah, auch da, sie reagiert nicht drauf, weil es nicht nötig war. Wow. Gut. Was wollen wir eigentlich erreichen? Gut, in der Lane wollen wir farmen. Wir wollen die Kills als Leona-typischen Aspekt mitnehmen, aber wir kriegen es nicht wirklich hin. Der Farm selbst ist sehr, sehr gut auf beiden Seiten. Mitte ist auch ausgeglichen. Ich kann hier mal 20 Gold mitnehmen. Hier einen Schritt nach unten. Und dann gehe ich hier so komplett raus. Ich muss es leider machen. Wow, der Heal, glaube ich, kam nicht mehr an. Ne, der Heal kam nicht mehr an. Das war ein bisschen traurig. Ich wollte es baiten. Schade. Schade. War ein bisschen zu greedy auch. Dann gehe ich lieber den sicheren Weg. Und nehme hier dann die Targons Braces mit. Mit denen ich dann natürlich mehr Gold bekommen kann. Der Item-Build, den wir hier planen, also über das Kommando-Banner und über das C0-Portal, ist im Prinzip ein Mid- bis Late-Game-Item-Build, wo man sich darauf fokussiert, über das Kommando-Banner einen Split-Push aufzusetzen und über das C0-Portal, wenn man dann eine gute Position hat, den Push praktisch durchzubringen. Ich sage das speziell jetzt so rum, denn wir haben im Prinzip hier zwei Items, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen wollen. Zum einen, das Kommando-Banner, wie gesagt, ist für den Split-Push, für den Slow-Push, um genau zu sein. Und zwar dann einfach dann, wenn man sagt, man startet von der Base aus und möchte dort einen Minion buffen und hat über dieses Minion dann einen Split-Push. Das baut sich langsam auf und bringt so den Gegner dazu, dann in eine Position zu gehen, wo es eigentlich gar nicht, wo sie nicht hinwollen. Sei es jetzt der Top-Laner, der davon abgelenkt wird, dass wir den Baron machen und er muss auf der Bot-Lane einen Split-Push aufhalten. Das sind so die typischen Szenarien im Prinzip. Das C0-Portal wurde mit Patch 7. Fragt mich nicht was. Dürfte 4, 5, 6, also ist einer der Early-Patches dieses Season. Falscher Ping. Da wurde es praktisch so weit geändert, dass man gesagt hat, diese Voidlinge vom C0-Portal laufen nicht mehr so lange. Also der Weg an sich wurde halbiert oder sogar auf ein Drittel gesetzt. Ist wirklich krass vom Nerf her gesehen. Dafür machen sie aber wesentlich mehr Schaden. Also sie sind gut, was das Pushen angeht, dass man jetzt halt ein C0-Portal hier zack davor setzt und die drücken diesen Turm vollends ein. Ach, verdammt. Wort nicht bekommen. Aber für diesen langsamen Split-Push sind sie jetzt nicht mehr geeignet. Okay, das hättest du sogar noch besser nutzen können. Das Traurige gerade an dieser kompletten Aktion ist, dass im Prinzip der Gorki gerade rausgegangen ist. Und auch hier denke ich mir wieder, wenn ich ein bisschen mehr AD hätte, dann würde ich da na, ganz gut zurechtkommen. Puh. Kane kommt jetzt runter. Ich werde noch mich ein klein bisschen mit Kane bewegen. Kane kommt nicht runter. Hat auch gerade sehr wenig Leben. So, jetzt kommt er mit. Das sollte eigentlich eine sichere Sache sein. Ich muss einfach nur mit meinem Q rangehen. Das dodgen wir mal noch. Es ist schwierig, hier wirklich akkurat zu spielen. Nein, ich bekomme den Kill auch noch. Oh, das war nicht okay. So, hier können wir ihn nochmal hochheilen. Er hat halt kein Mana mehr, mein Kane. Das ist so ein bisschen das Traurige hier. Q habe ich eh schon aktiviert, ist im Prinzip egal. Er müsste mir hier schon helfen. Die Wave pusht sowieso. Und da sind halt jede Menge Wards drinnen. Also die Wave hätte er wenigstens noch reinkriegen müssen.
Diesmal nicht ganz so, aber auch... Ja, diesmal hat es geklappt. Puh. So war das geplant. Das Q natürlich ist der sicherste Stun, den wir in der Sekunde haben. Aber ich muss es halt einfach nur bis dahin überleben. Gut, wir kaufen uns schon mal Teil-Items. In der Lane brauche ich eher noch die Rüstung. So, diesen Weg. Zap, zap, zwei Tränke, das sollte reichen. So. Also erstmal die Rüstung. Wir werden zweimal hier die Ägide bauen, aber wir werden sie einmal ins Banner of Command umbauen. Und das ist praktisch auch der erste Fokus, den ich hier in diesem Item-Bild setzen möchte, weil es das billigste Item ist. Danach entweder Face of the Mountain fertig bauen oder den Ruby Sidestone. Den Ruby Sidestone würde ich sogar bevorzugen, weil ich dann das Banner of Command öfter einsetzen kann. Und dann noch das Face of the Mountain nachsetzen, weil dann habe ich wirklich eine gute Portion an Leben. Ich habe enorme Tankiness, das habe ich ja bereits erwähnt. Und auch ein bisschen Cooldown Reduction, um dann auch diese Item-Build gut fahren zu können. So. Wieder in der Lane. Was können wir tun? Das ist die Frage. Ich denke gar nicht mal so viel. Ich habe die Vermutung, dass die Gegner gerade ein bisschen stärker sind. Und drum nutzen wir einfach nur einen kurzen Engage. Poken so gesehen. Und ich wollte gerade den Fokus von meinem Gorky weglenken. Aber der zieht die Aufmerksamkeit auch gut auf. So, hier einmal einen Ward ran. Es wird wahrscheinlich gleich noch ein zweiter folgen von den Gegnern. Dann könnte ich den wieder entfernen. Kämpfen können wir eigentlich nicht wirklich. Wow, Statics. Denn das Problem ist eigentlich nur hier Gorkys Leben. Janna, die packt da einen Ward hin, der natürlich auch nicht gespottet wird, wie es halt so üblich ist. Hätte ich den Ward ungefähr hier einsetzen müssen. Das ist ein ganz, ganz kleiner Unterschied, warum wir hier keine Vision auf diesen Ward bekommen. Okay. Das ist schwierig. Es ist eine schwierige Lane, weil wir nicht wirklich fighten wollen. Aber eigentlich vom Kit her Champions sind, die fighten können. Na, da komme ich auch wieder nur sehr schwer ran. Ich kann es mir jetzt gerade erlauben. Ich gehe nochmal zurück. Reicht nicht. Sterbe ich dabei. Ich hatte gehofft, wir kriegen die Vayne kurz geburstet. Jetzt allerdings folgt der Follow-up vom Team. Wir haben die Gegner hier lange genug unter Druck gesetzt. Oh, sehr schön. Ein Assist kriege ich auch noch. Und die Janna, die wird auch sterben, würde ich mal vermuten, weil die im Prinzip jetzt keinen CC mehr hat. Kein Mana, jetzt hat sie wieder ein Q bereit, aber sie wird es wahrscheinlich eher für ein Schild nutzen. Ja. Gut, 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 gut. Ich kaufe mir erstmal, wie ihr gesehen habt, den Mantel hier. Dadurch bin ich halt ein klein bisschen schneller. Was ich bei Leona häufig mache, ist auch die Mobility-Schuhe sehr, sehr weit vorzuziehen im Item-Build. Und dadurch, dass ich das nicht tue, weil ich ja das Banner of Command zuerst bauen möchte, habe ich hier jetzt die Türme, über die kriege ich dann auch ein bisschen Speed und komme dann auf die Lane. Vielleicht ist es auch ratsam, die Mobility-Schuhe und den normalen Split-Item-Build zu fahren. Ja, du bitte draußen bleiben, du bitte draußen bleiben. Wir sollten einfach nur gehen. Alles okay, gut. Unser Gorky ist auf dem Weg. Mit dem Package. Dann mal einen Ward hinpacken. Wir wollen hier nicht so offensiv ran. Und sie... Na, sie geht natürlich auch nicht ran, das ist klar. Warum sollte sie auch? Sie hat keinen Grund dazu. An sich keine schöne Ulti, die ich hier genutzt habe. Es war praktisch nur die Hoffnung, dass man da was machen kann. Ich nehme hier mal noch einen Assist mit und gehe dann. Kollege, du solltest da über die Wand oder sonst irgendwie. Gut. Schön, dass das von der Range her reicht.
bisschen Schaden wieder angerichtet. Mehr kann ich wieder nicht tun. Wir können einfach diese Kämpfe nicht komplett laufen lassen. Da flashe ich mal dran, bringe die Janna so in eine schlechte Position. Wow, der geht echt noch rein, das hätte ich nicht erwartet. Stun kam an, Kill kommt auch an. Gut, reicht mir. Auf der anderen Seite mal kurz gucken, es ist sehr ausgeglichen. Das ist für diesen Item-Build recht gut, dann kann ich ihn euch auch mal zeigen. Denn ich möchte nicht mehr das gleiche haben wie bei der was war's denn? Sagt es mir. Soraka-Runde. Was macht der Darke da? Der Kane. So, er ist gerade rausgegangen. Er hat das Q. Hier kann er den Execute-Damage nicht ausführen. Jetzt könnte man gerade den Drachen machen. Assist bekomme ich auch noch. Gut. Was für ein Chaos. Ich mag kein Chaos. Habe ich schon mal erwähnt. Ich gehe kurz runter, hole mir hier nochmal ein bisschen Kohle. Das heißt zwei Minions oder so. Jupp. Na. Den hier. Den hier. Dann gucke ich hier nochmal kurz mit der Lance. Ich habe keinen Mana mehr. Wir sollten hier halt einfach nicht fighten. Einmal das Q. Das sollte reichen, dass wir hier sicher rauskommen. Ich habe genug Leben. Ich habe hier mehr als genug Leben. Auf der anderen Seite werden wir hier wahrscheinlich den Turm aufgeben. Aber gut. Rocky sollte da auch nicht bleiben. Zwar ist es ein bisschen blöd, jetzt zurückgehen zu müssen, aber es bringt halt einfach nichts. Wenn wir beide kurz vor knapp tot sind, dann lieber ruhig zurückgehen und die Sache gut sein lassen. Ein Tod ist jetzt halt nicht unbedingt das wert, dass man den Turm dann hinterher doch verliert. Bei der Reihenfolge hier bei den Minions, welche man mit dem Kommandobanner buffen sollte, ist es eine ganz klare Regel. Das Cannon-Minion kommt als erstes, dann als zweites das Nahkampf-Minion und als drittes kann man noch die Caster-Minions, wenn man wirklich nichts anderes hat, nutzen. So, komm. Das sollte eigentlich hier ein Kampf werden, den man ganz gut eingehen kann. Nehmen wir erstmal die Janna raus. Und dann haben wir hier noch die Möglichkeit, das Ganze zu tanken. Unbedingt nicht so, aber ist okay. Nehme ich auch an. Währenddessen haben die Gegner den Herald gemacht. Sollen sie ruhig. Sollen sie ruhig. Mein Kommando-Minion ist hier oben bereits gestorben. Passiert. Aber das ist auch ein bisschen die Schwäche an diesem Item-Build in der aktuellen Meta. Sei auch noch dazu gesagt, ganz gerne mal. Dieses Minion, das wir hier buffen, das hat Magie-Immunität. Das heißt, Zauber und Spells können ihr keinen, also kann dem Minion keinen Schaden anrichten. Und stopp, ich warte kurz. Und wechsel hier. Und wenn jetzt praktisch wir AP-Top-Laner haben oder in irgendeiner Art und Weise Champions, die extrem auf dem, also Kompositionen, die extrem auf dem Wave-Clear angewiesen sind, Orianna, ja, und die haben nur Orianna im Team, dann kann man das Kommando-Banner hier ganz gut nutzen und zu sagen, okay, man baut hier riesige Waves auf und unterstützt es dann ein klein bisschen mit einem Champion oder sowas in der Richtung, weil dann müssen sie eigentlich Orianna dorthin schicken zum Wave-Clearen. Und in der gleichen Weise habt ihr die Möglichkeit, dann mit eurem Minion relativ gut zu pushen, weil Orianna das nicht wegbekommt. Aber prinzipiell ist das immer noch eine Sache. Man möchte hier dann das Banner auf Command dann bauen, wenn man gegen Tank-Top-Laner ist oder gegen AP-Top-Laner. Denn diese sind ja in den meisten Fällen dafür verantwortlich zu Split-Pushen. So. Ich werde hier den Herald mal noch ein bisschen nerven. Ja, da muss ich nichts mehr weitermachen. Und jetzt gehe ich praktisch über die Lane zurück und setze dann mein Kommando-Banner. Ah, wir haben hier unser Cannon-Minion. Wir haben die Mobility-Schuhe. Das erlaubt es uns natürlich auch mal schnell irgendwo anders hinzulaufen und dort dann das Kommando-Banner neu zu setzen. Atrox kommt jetzt auch. Hier pusht ein einziges Minion. Und unser
Unser Kommando-Banner wird es praktisch ermöglichen, dass die Botlane eine pushende Toplane wird. Okay. Da dürfte man so gut wie alle festhalten. Ich stun erstmal nur die Vayne. Okay, da könnte ich nochmal rankommen. Okay, so nicht. Dann nehme ich nur den Ward mit. Klar, der Ball kommt dann eben auch wieder. Ein bisschen gesplittet gerade und ich habe nicht mehr so die Möglichkeiten in diesem Spiel oder in diesem Kampf. Da ist noch ein Control Ward. Aber ich habe meine Ulti wieder. Kann hier einmal slowen. Da habe ich noch einen Stun bereit. Das reicht dann auch. Wir haben ja unsere Ulti. Das heißt, bei unserer Ulti, es ist schon lange, lange bei Leona so. Ihr seht, mein Schwert gerade glühend. Beziehungsweise jetzt nicht mehr. Wenn ich meine Ulti einsetze, dann bekomme ich 3 Aufladungen von meiner Passiven, die ich mit meinen Auto-Attacks nutzen kann. Und so war ich hier in der Lage gerade auch, ich glaube, 2-mal habe ich es hingekriegt, nochmal zusätzlichen Schaden anbringen zu können. Und jetzt seht ihr auch gerade unten die Wave, wie die pusht. Und Orianna, ne, die hat hier Probleme. Ein Auto-Attack mal drauf, ein Q drauf. Ich will doch den Leuten was zeigen, Lee Sin, bitte. Lass mich doch ein. Der wird nochmal greedy hier rangehen, das ist ganz klar. Oder? Nicht? Wow. Hatte ich von ihm erwartet. Ich werde jetzt, wie gesagt, das hier vorziehen. Ich nehme dann als nächstes das Face of the Mountain. Und jetzt gehe ich wieder hier runter und setze wieder auf dieses Cannon Minion meinen Buff. Und ab jetzt ist der Cooldown hier, ich glaube, nur noch, naja, 2 Minuten. Davon 20% weniger sind dann ungefähr 40 Sekunden. Ungefähr ganz genau. Also haben wir dann, oder? Mathe. Mathe um diese Uhrzeit. 2 Uhr in der Nacht. Egal. Das Problem ist leider jetzt gerade, die Irelia ist unten. Naja, die macht mit diesem Kommando-Minion natürlich kurzen Prozess. Aber wir können jetzt hier die Irelia... Nee, Darkrin, der ist abgedreht. Außerdem haben wir hier einen Control Ward, den wollen wir auch entfernen. Also ist ein bisschen blöd verlaufen jetzt. Unser Kommando-Minion komplett ins Nichts gelaufen. Und die Irelia ist da immer noch. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt nur die Möglichkeit, dass wir jetzt hardcore die Midlane pressuren dürfen, müssen, sollen. Und das gerne auch mit ein klein bisschen meiner Tankiness. Aber wenn da kein Schaden ankommt, dann ist das schwierig. Okay. Ungefähr so habe ich mir das vorgestellt, ja. Ungefähr so. Als nächstes werden hier natürlich die Türme angegriffen. Und dann können wir hier die Mitte eigentlich einnehmen. Müsste klappen. Naja, Atrox geht auch zurück. Verständlich. Verständlich. Ich lasse hier mal noch einen Ward. Ich werde hier einen lassen. Da ist nichts. Gut zu wissen. Und der letzte. Hier ein Control Ward. Das wäre der übliche Ward-Spot. Ich nehme den hier. Das sehen wir genauso, wie wenn sich was hier... Was? Es ist nicht euer Ernst, oder? Ist natürlich jetzt wieder so gelaufen, dass wir den kompletten Itembild nicht testen konnten. Aber auch von der Person, die mir diesen Itembild vorgeschlagen hat, hat es geheißen, bisher ist er noch nie zum letzten Item gekommen. Ich konnte euch bis jetzt also nur den Split-Push über das Kommando-Banner zeigen, aber ihr habt auch gesehen, es ist sehr, sehr mächtig. Wie bereits erwähnt, Leona ist der Wave-Clear bei den Gegnern gewesen und die mussten sie dorthin schicken. Und dadurch hatten wir natürlich dann in der Mitte die Möglichkeit zu pushen und da ein bisschen Rabatz zu machen. Solange der Hauptdamage der Gegner so weggezogen wird, beziehungsweise die Hauptkontrollmöglichkeit, das ist ja immer wieder was anderes verantwortlich, ist es ein super geiler Itembild. Bedenkt allerdings, dass die Zero Portal, wenn ihr euch das danach noch kauft, dann ist es wirklich für den aktiven Push gedacht. Also beispielsweise 1000er Entfernung vom Turm weg und dann so setzen, dass ihr praktisch vielleicht den T2 Tower, also den zweiten Turm bekommt, vielleicht noch den Inhibitor Turm
und eventuell auch noch den Inhib-Turm, wird aber extrem knapp. Aber ihr habt auf jeden Fall immer so die Möglichkeit, euer C0-Portal zu setzen, dass ihr auf jeden Fall den Inhib-Tower bekommt und dass ihr auf jeden Fall auch den Inhib selber damit damagen könnt. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr weitere Item-Builds mir in irgendeiner Art und Weise zukommen lasst. Das wäre jetzt über Facebook, über Instagram eigentlich auch, aber naja, das ist so eine Sache. Dann auf jeden Fall hier auch unter die Kommentare, schreibt es einfach drunter, es würde mich freuen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss, Gemiss!